Werbespot, die Kampagne, Umsatz an der Scannerkasse. Und da ist die Reichweite nicht entscheidend, sondern die Frage Also ist, die die Reichweiten sind die am wenig, am schlechtesten zu ignorierende Nebensache der Welt, sage ich immer. Wir wollen ein Abzeichen machen, ein spezielles, ein lauter Hecht, ne, weil das ist ja auch. Ist die, dass du in der Regel bei den gemeinnützigen Einrichtungen beim ersten Mal eine kostenlose Kampagne geben musst. Guten Tag, willkommen zu Radio Sales Weekly. Das ist heute die 113. Ausgabe mit Alexander Zeitlack, Radiopionier und Radiomarketer seit langen, langen Zeiten. Andreas Sprenghardt aus der Geschäftsleitung von Antenne Kaiserslautern und meine Wenigkeit Helmut Poppe als Herausgeber von Radio Sales Weekly, auch mit einer langen Vergangenheit und immer noch Präsenz im Radio- und Audiogeschehen. Was haben wir heute auf dem im Menü? Es geht um den aktuellen Auftragsstand. Was hören wir aus dem Markt? Lokal wie auch national. Dann Radio Reichweitenergebnisse dem Kunden vorstellen. Da gibt es ja die üblichen Argumente. Wir sind die Nummer eins und wir sind alle die Nummer eins, sagt jeder. Und Einschaltquoten sind ja eine Garantie für eine gute Werbeleistung, wie auch immer. Aber heute kommen wir jetzt erstmal vorneweg zu einem ergreifenden Tondokument. Und da geht es darum, dass wir der irische Schwimmverband eine Radiobotschaft, nicht Werbung, rausgebracht hat zu dem Thema Kinder, die unbeaufsichtigt schwimmen. Ja, ist eine sehr ergreifende Geschichte. Da gehe ich mal kurz rein. Daddy, Daddy, look at me, look at me. Daddy, Daddy, look, look at me. Daddy, Daddy, look. Look away for a moment, and they could be taken away forever. Visit swimireland.com. Jetzt haben wir diese eindringliche Botschaft, die szenarisch vielleicht etwas falsch vom Szenario falsch aufgebaut ist, weil ja, Ertrinkende hört man eigentlich nicht, sondern das sind lautlose Geschichten. Was lernen wir daraus? Was meinst du dazu, Alexander, zu solch einer Botschaft? Das sind ja so ganz, ganz bekannte Public Service Announcement-Kampagnen, PSA-Kampagnen, wie wir sie kennen. Und das sind Kampagnen, die sehr wirkungsvoll sind. Auf der einen Seite gibt es dazu eine Plattform in den USA, das Advertising Council, also adcouncil.org ist die entsprechende Plattform. Da kann man diese Kampagne nachvollziehen und da gibt es auch eine Geschichte dazu. Und zum anderen ist es so, dass es viele Studien gibt, die zeigen, dass ernsthafte Themen, die nicht humoristisch, nicht mit Jokes ausgestattet sind, viel wirkungsvoller sind als die spaßigen Humor- und Lachkampagnen, die wir sonst so weit verbreiten. Sind ja auch 95%, die irgendwie so locker oder wie auch immer rüberkommen. Andreas, ich habe die Tage erfahren, dass in eurer Gegend bei Kaiserslautern eines der schönsten Freibäder Deutschlands liegt. Da kann ich nur sagen, bravo. Ich habe früher als Schwimmmeister gearbeitet, als Student oder so, wie auch immer. Was sagt dir diese Botschaft dazu von der irischen Schwimmvereinigung? Ja, also das Schwimmbad hier ist wirklich gutes besuchtes Schwimmbad, ganz klar. Und ja, also was so ein Spot, wie der Alexander schon sagt, ist, wenn der wirklich auch diese negative Emotion anspricht, da hören die Leute nochmal intensiver hin. Wir haben aber auch ein bisschen abgeschwächtere Werbespots bei uns laufen, zum Beispiel sowas wie ein Hausnotruf für Senioren. Das ist auch ein sehr, sehr erfolgreicher Werbespot, weil man kennt diese Dienstleistung hier sehr gut, die da bei uns läuft. Und da kann ich nur zustimmen, dass das natürlich sehr wirkungsvoll ist. Wir können aber im Radio halt nicht immer diese Spots spielen, sonst hat man ein Programm, das halt ein bisschen traurig ist. Ne? Eindringliche, ernste Themen, aber zur Machart. Wenn du sagst, ihr habt da so Notrufgeschichten gehabt, war das ein 30er, ein 45er, ein 60er oder ein 15er? Ah, das sind 20 Sekunden Spot, circa.
Ist Ja, ja. 20. Ja. Also diese Geschichte hier aus Irland zeigte gerade 60 Sekunden. Ja, okay, aber das ist schon üppig. Meine ganz andere Frage: Was spricht dagegen, Alexander, dass man die DLRG fragt? Hört mal zu, gegen eine kleine Gebühr würden wir auch sowas für euch on air setzen, oder? Ja. Spricht überhaupt nichts dagegen. Also meine praktische Erfahrung aus dem Vertrieb von Public Service Announcements oder Social Spots ist die, dass du in der Regel bei den gemeinnützigen Einrichtungen beim ersten Mal eine kostenlose Kampagne geben musst. Die sind es nicht gewohnt, dass sie Radio nutzen. Und der DLRG würde ich tatsächlich eine Einführungskampagne tatsächlich schenken. In den Werbeblöcken, die nicht verkauften Werbezeiten. Ja. Und dann ist meine Erfahrung, dauert es keine 6 Wochen, dann rufen die wieder an und sagen, Mensch, wir würden das gerne nochmal haben wollen und wir haben auch ein bisschen Geld dafür. Und dann kommt in der zweiten Welle kommen die Einrichtungen alle mit Geld, weil sie haben für Werbezwecke tatsächlich festgelegte Budgetmittel. Und durch die Veränderungen der Preislisten oder der Reichweiten bei den Kollegenmedien, Wettbewerb Print oder Fernsehen, ist es so, dass Radio da plötzlich attraktiv ist, weil sie gemerkt haben, wie gut es funktioniert. Ja, stimmt. Das kommt auch beim Verbraucher gut an, also beim Hörer, der sagt sich, oh, schau hier, es. Ja. Wir haben gerade unser Werbetexter, das fällt mir gerade ein dazu, der hat mit der DLRG gesprochen. Für nächstes Jahr, wir wollen ein Abzeichen machen, ein spezielles, ein lauter Hecht, ne, weil da ist ja auch ein Wappen drin. Und wir wollen, dass viele Menschen, viele Jugendlichen, viele Kinder schwimmen lernen und das mit den Schwimmbädern machen. Ne? Also, dass wir da auch eine ja, sehr, sehr wichtige Kampagne dann auch machen. Das ist natürlich auch eine Geschichte, die kommt dem Radiosender wieder fürs Image zugute, das ist auch klar. Aber es ist durchaus eine wichtige Geschichte, weil wir sind im Austausch mit den Schwimmbädern und da ist es so, dass da festgestellt wurde, dass die Motorik der Jugendlichen und Kinder zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Liegt wahrscheinlich am Handynutz, an der Handynutzung oder so. Auf jeden Fall brauchen die viel länger als wir früher, um schwimmen zu lernen zum Beispiel. Aber das sagen auch Fahrschullehrer, die sagen, die Fahrstunden haben sich bis zu verdoppelt gegenüber von vor 20 Jahren. Okay, gut. Also ihr seid da am Ball, sehr proaktiv, finde ich klasse. Sag mal, das ist ja eine weitere Schiene Richtung noch mehr wirtschaftlicher Erfolg für euch. Wie seht ihr das zu Ende gehende? Ich sage jetzt schon zu Ende gehende, die letzten zwei Quartale sind angebrochen für 2023 umsatzmäßig. Und wie siehst du 24 bei euch, lieber Andreas? Ja, also wir haben dieses Jahr sogar ein ähnliches Niveau wie letztes Jahr. Das war ein fantastisches Jahr. Und haben jetzt noch einen neuen Vertriebsmitarbeiter eingestellt, der sich dann wahrscheinlich nächstes Jahr dann nochmal in einer Umsatzerhöhung zeigt. Also das ist das Ziel auf jeden Fall. Potenzial ist da. Wir haben sehr gute Produkte in unserer Produktpalette, die das Ganze erweitern. Auch das Thema Online-Shop wird dieses Jahr angetestet und nächstes Jahr voll reinschlagen. Insofern streben wir da eine deutliche Umsatzsteigerung an. Das hoffen wir, dass es funktioniert. Wow. Toi, toi, toi. Zum nationalen Geschäft. Ich habe da auch so ein paar Gedanken dazu, aber da fragen wir doch mal erst den Alexander. Und Andreas, ihr profitiert ja auch vom nationalen Geschäft. Vielleicht nicht so einen großen Anteil, aber immerhin doch. Also Alexander, wie sieht's aus national mit der Werbung? Also ich habe keine konkreten Erste-Hand-Daten aus der Entwicklung für die Entwicklung der nächsten Monate. Außerdem, was wir von Nielsen her wissen. Alle sind sehr zurückhaltend und was sich gezeigt hat, ist, dass die Preiserhöhungen sich nicht haben durchsetzen lassen. Also die geplanten Preisanpassungen für 2023 haben nicht stattgefunden und wir haben ja jetzt eine Rezession und es ist sehr wahrscheinlich, dass das erste Halbjahr 2024, dass er auch im nationalen Business unter Umsatzeinbrüchen zu klagen hat. Das zweite Halbjahr könnte besser werden. Alle Radiosender, mit denen ich so Kontakt habe, sagen mir, dass das letzte Quartal 2023 völlig unberechenbar ist. Also da wo unser Weihnachtsgeschäft den Hauptumsatz auch mitbringt, unser stärkstes Quartal, viele Fragezeichen im Kopf. Reden wir über Reichweiten.
Irgendwo sind wir alle Nummer eins und was sagen Reichweiten schon aus zum Werbeerfolg? Andreas, ihr seid damit weniger betroffen, weil ihr sagt, wir sind da, wir wirken, fragt euch nur um. Sehe ich das richtig? Ja, das stimmt. Also die Marke Antenne Kaiserslautern ist hier sehr, sehr stark etabliert. Man hat einen Bezug dazu, man hat überhaupt gar keinen, der diesen Sender nicht kennt. Und in den Umfeldern unserer Kunden wird der Sender auch sehr, sehr viel gehört. Ne? Ob das ja jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger in der MA da rauskommt, das spielt kaum eine Rolle. Also wenn wir Gespräche führen, das ist ganz selten, dass die Hörerzahlen mal gefragt werden. Klar, wenn sie gefragt werden, wissen wir aber trotzdem, wir sind die Nummer eins, das sind wir auch tatsächlich. Gerade im Stadtgebiet sind wir der meistgehörte Sender. Und das liegt einfach daran, weil wir die lokalen News und die Verkehrsmeldungen und die lokalen Themen hier bringen und die Weltnachrichten und das ganze Weltgeschehen haben wir ja auch. Also von daher kann man uns getrost einschalten und uns hören. Frage an Alexander. Ja, ich habe euch mal vorab so 10, 11 Argumente genannt gegen Argumentation alleine, Einschaltquoten oder wenn man auch vielleicht ein wenig defensiv argumentieren muss. Was sind deiner Meinung nach, lieber Alexander, die stärksten Argumente? Also die Reichweiten sind die am wenigsten, am schlechtesten zu ignorierende Nebensache der Welt, sage ich immer. Jeder fragt danach, die Kunden fragen danach aus einer Verlegenheit, weil sie zu wenig wissen über Radio, über die Systematik, die Buchungs- und die Werbewirkung. Und deswegen fragen sie nach Reichweite, weil sie das seit Jahrzehnten hören von der lokalen Tageszeitung, wir haben die größte Reichweite und so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, dass Reichweite für den Kunden besser ist, wenn sie niedrig ist. Also das Paradigma, das Muster, mit dem ich in die Argumentation gehe, ist, je geringer die Reichweite ist, umso homogener ist die dahinterstehende Hörerschaft. Und umso klarer kannst du entscheiden, ob diese Zielgruppe für dich passend ist oder nicht. Also wenn ich für dich die passende Zielgruppe habe, dann musst du mich buchen, egal welche Reichweite. Für den Sender ist es besser, wenn die Reichweite hoch ist, weil dann die Preise pro Sekunde oder pro Spot, die Spotpreise steigen werden. Aber dann habe ich große Reichweite, Mainstream, erreiche jeden und bin nicht mehr zielgenau. Also das ist das Erste, was ich mit dem Kunden klären würde. Welche Zielgruppe braucht er? Braucht er geringe Reichweite oder große Reichweite? Weil auch mit einem Sender, der die Nummer eins im Markt ist, wie beim Andreas, ist es so, dass ich in Abendstunden oder in speziellen Stunden am Wochenende unterschiedliche Zielgruppen erreiche. Radio kann ja aussteuern nach Zielgruppenspezifika. Und dann kann ich sagen, weißt du was, geh lieber in die Abendstunden, da habe ich eine andere Zielgruppe, die ist passender für dich. Das wäre meine Argumentation Nummer eins an der Stelle. Als zweites nehmen würde, wäre tatsächlich, dass ich sage, es geht nicht um die Reichweite, weil wenn Sie Reichweite als Maßstab nehmen, dann gucken Sie nach der Effizienz, nach dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Im Radio geht es eher um die Effektivität. Also bringt der Werbespot, die Kampagne, Umsatz an der Scannerkasse. Und da ist die Reichweite nicht entscheidend, sondern die Frage ist, können Sie messen? Wenn ja, wie messen Sie? Dann messen Sie die Kampagne nach Ihren Zielen und nicht nach den Reichweiten des Senders. Wissen Sie, lieber Kunde, wir bezahlen den Programmchef eine Tantieme nach Reichweite, aber bei den Werbekunden zahlen wir nach Wirksamkeit. Ja, berühmte ROI, Return on Investment. Genau. Mit diesem kleinen Akronym, nennt man das außerdem, verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch jetzt schon ein schönes Wochenende und weiterhin einen sonnigen Sommer. Macht's gut. Tschüss.